Verkaufe immer nur den nächsten Schritt. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Neukundengewinnung in der IT-Branche. Heute möchte ich mal ganz kurz über einen der größten Fehler sprechen, die ich immer wieder so bemerke bei Kollegen aus meinem Netzwerk oder auch bei ehemaligen Kunden oder auch Bestandskunden, dass man versucht, ja, dass man sozusagen zu ungeduldig ist und immer gleich sozusagen ja, mehr will vom Kunden, als er aktuell zu diesem bestimmten Zeitpunkt bereit ist zu geben. Ja. Und es ist halt so, dass im B2B teilweise ja Projektvolumen im High-End-Segment, sagen wir mal, teilweise 7, teilweise sogar 8-stellige Projektvolumina ja, sozusagen beauftragt wird, wenn man ein Projekt gewinnt, ja, über langfristig eben. Und da sollte man doch wirklich sich lieber einen Monat oder auch 2-3 Monate länger Zeit lassen, um letztendlich hier die Kundenanbahnung entsprechend zu gestalten. Ja, ganz kleine Schritte, wie zum Beispiel, ich habe die Durchwahl erhalten von einem bestimmten Entscheider, ja, oder ich habe eine Terminvorschläge erhalten, aber erst für in 2 Monaten, weil der Entscheider jetzt eben gerade zu diesem Zeitpunkt keine Zeit hat oder es eben gerade ungünstig ist, dann muss ich halt diese 2 Monate abwarten. Ja, dann kann ich nicht sozusagen nochmal pushen und sagen, nee, wir müssen uns halt schon mal einen Monat vorher treffen. Und das sind all diese Themen, wo ich halt immer wieder sehe, okay, man ist einfach zu ungeduldig. Ja, und ich kann es auch verstehen, wenn du sozusagen ein B2C-Kunden, wenn du, sag mal, ein ganz kleines Business hast, ja, bist gerade am Anfang und hast noch keine Kunden und bist ganz allein oder bist nur zu zweit oder zu dritt und musst halt schnell Geld verdienen, ja. Das kann ich gut verstehen. Nichtsdestotrotz muss man sich auch ein bisschen auf den Kunden und auf die Marktsituation eben auch ein bisschen einstellen. Und ich würde dir halt empfehlen, dass du, sagen wir mal, dir immer, ja, grundsätzlich immer, wenn du ganz am Anfang stehst, versuchst, einen Kundenstamm aufzubauen, während du noch im Angestelltenverhältnis bist. Denn, sagen wir mal ganz ehrlich, bei den meisten läuft es ja so, also ein Mensch kommt ja nicht auf die Welt, ne, als kleines Kind, bumm, und ist dann plötzlich Experte oder selbstständig oder sonst was, sondern erstmal lernst du irgendwas, ja, einen Beruf und so weiter, bist erstmal ein paar Jahre angestellt. Es gibt natürlich einige, die sofort ins Selbstständigtum, ins Unternehmertum reinhüpfen, ja, wie zum Beispiel ein Pascal Frey von Mehr Geschäft oder sowas, ja. Aber auch der muss irgendwas mitgebracht haben, weil du musst ja irgendeinen Wert einen Wert schöpfen können, ja. Du musst ja irgendwie sozusagen eine Daseinsberechtigung dir erarbeiten, ja, also es gibt natürlich dann einige, die sozusagen von Sohn Unternehmer sind, ja, von Unternehmer von Sohn her, ja, also sozusagen alles vererbt und übertragen bekommen, aber die werden ja auch langsam Schritt für Schritt dahin geführt, ja, also wenn man sich mal so Family Offices oder Family mittelständische Unternehmen anschaut, die Kinder werden ja von klein auf dahin gezogen, ja, also es kommt auch nicht über Nacht und deswegen, wenn du jetzt sozusagen zu der Kategorie gehörst, das sind wahrscheinlich die meisten meiner YouTube-Zuschauer, die irgendwie noch angestellt sind und mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, oder ITler, Experten, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, dass sie sagen, naja, ich brauche jetzt schnell Kunden oder sowas, ich will jetzt sofort selbstständig sein, ja, ich will jetzt sofort selbstständig sein, morgen, heute, gestern und Umsatz machen, ich habe mich jetzt entschieden und jetzt muss es klappen. Und so ist es halt einfach nicht in der Realität. Und desto höher die Volumina, desto höher ist wahrscheinlich auch der Sales-Zyklus, ja, ist ja auch ganz logisch, es braucht immer länger die Entscheidung zu fällen oder es abzuzeichnen, wenn es um mehrere Millionen Euro geht, als wenn es halt nur um ein paar 100 Euro geht oder sowas, ja, und das ist sozusagen nochmal meine Bitte oder meine Empfehlung an alle da draußen, sich das einfach langfristig zu sehen, ja, Kundengewinnung im B2B ist was Langfristiges, da geht es nicht darum, dass du schnell mal kurz einen Kaugummi verkaufst, sondern es gibt eine langfristige Geschichte. Häufig, wenn du es richtig machst, ist dann ein Kunde, den du einmal gewonnen hast, der bringt dir 8-stellige Beträge auf einen Lifespan, also eine Lebenszeit von vielen, vielen Jahren, teilweise sogar Jahrzehnten. Und
so gesehen sind dann wieder ein Monat oder 5 Monate oder 3 Monate oder 2 Monate hin oder her, wie es eben länger dauern könnte, ja, dass du sozusagen den Kunden gewinnst, spielen dann gar keine Rolle mehr. So soll es gewesen sein für dieses Video. Wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin, dein Thomas Klein, abonniere meinen Kanal und es kommen wieder ein paar coole Videos demnächst. Tipps, Online-Offline-Marketing, Sales-Vertrieb und Mindset, Unternehmertum. Bis dahin, dein Thomas Klein. Wie gesagt, tschüss.